Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, was haben wir die letzten beiden Folgen gemacht, Pascal? Ja, wir haben so ein kleines 5-Sterne-Hotel gebaut. Das sieht man hier nicht. Aber, lass mal gucken. Es ist hier irgendwo. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt vorgenommen, wir machen heute mal was Kleineres. Ja, der letzte Auftrag, der war echt heftig. Eigentlich werden wir nicht so ein Einfamilienhaus bauen hier oder so, sondern wir machen die Waldwegbefestigung. Wir machen in der Kampagne weiter. Hat mir glaube ich schon mal erzählt, dass in der Kampagne die Aufträge machen und die anderen, die machen wir zum Geld bekommen, aber jetzt nicht unbedingt im Let's Play. Ach genau, ich wollte vorher vielleicht nochmal das durchlesen. Ein Weg in die Vergangenheit. Ein immenser Hortbund in den umliegenden Wäldern muss dringend geborgen werden. Um die Städte im Wald befahrbar zu machen, wird ein befestigter Weg benötigt. Genau, was müssen wir dann machen? Kriegen wir eine Einweisung, dann müssen wir Erdarbeiten machen, Oberboden abtragen, okay, Planierraupe, Schüttgut, Abtransport. Ja, okay, Entsorgung, müssen wir ein bisschen G drücken oder so. Erdverdichtung brauchen wir die Erdwalze, Kieslieferung, Kiesverdichtung, kennt man, und dann ist wir schon fertig. Oha. Boah, ey. Ah, hallo und herzlich willkommen im städtischen Waldgebiet, dem Bärengrund. Ich bin übrigens Professor Dr. Schmidt und leite das Historische Museum. Schön, dass du hierher gefunden hast. Erst kürzlich wurden nämlich unweit dieses Weges historisch bedeutsame Funde beim alten Kloster gesichert. Wenn wir sie von dort wegbekommen können, kann ich sie im Museum untersuchen. Damit die schweren Baufahrzeuge im Gelände keine Probleme haben, halte ich es für sinnvoll, den vorhandenen Forstweg zu befestigen. Was sind das für Funde, dass wir schwere Baufahrzeuge brauchen? Keine Ahnung, aber ich wette, wir dürfen die Objekte auch bergen, also werden wir wahrscheinlich früher oder später erkennen, was für schwere Baufahrzeuge wir brauchen. Warum hat er eigentlich gesagt, dass du da bist, als ob er mich nicht gesehen hat im Auto hier? Ja, du bist halt nur Vorarbeiter. Ach du Scheiße. Hier fliegt man ja, Hochhuckeln. Ist doch nicht so super befestigt. Wir brauchen einen Muldenkipper. Wir brauchen eine Planierraupe. Wir brauchen. Brauchen wir noch irgendwas hier? Ich weiß gerade nicht. Da brauchen wir eine Erdbauwalze. Wo sind die jetzt ausgelagert? Dort. So, eine Planierraupe. Radlader. Haben wir nicht. Und dann brauchen wir noch einen Kran, weil wir hier irgendwelche Findlinge entsorgen sollen. Echt? Wo brauchen wir denn hier den Pritschenwagenkran für? Soll ich einen Radlader kaufen? Nee, ich kaufe keinen Radlader. Wofür brauchen wir denn jetzt einen Radlader? Schüttgutabtransport. Verlade das Schüttgut aus dem markierten Bereich und transportiere es zum Hieswerk. Dann kaufen wir das Radlager. Ein Lager machen oder keine wie? Keine Ahnung. Ups. Ich hol jetzt einen Radlader. Ende. Ich hätte vielleicht in der Mitte anfangen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Naja. Nachher ist man immer schlauer. Oha, heute sogar mal aus der Innenperspektive. Rum, rum. Oh, da bin ich. Ich finde, das war ganz gut.
Du. Ich sollte mal mehr in Perspektive fahren. So. Bauen Sie einen Radlader? Was? Radlader? Ne, ich packe gerade den Dingens ein. Haben wir irgendwie Findlingen oder so? Ja, Schildgut auch mit den Unfindlingen entfernen. Wir haben beide Aufgaben jetzt parallel. Was? Ja, dann fahre ich Radlader von mir aus. Ansonsten, du kannst auch gerne die Findlinge. Nee, Radlader haben wir noch nicht gezeigt, deshalb. Soll ich denn die Findlinge verladen, parallel? Sind dort das die Findlinge, oder? Hä? Lol, nee, die sind dort oben. Soll ich die Findlinge jetzt machen, oder? Warte mal. Ja. Die liegen dort oben, ne? Na, ich hab schon gesehen. Radlader. War am besten noch die Steinwand dran. Und parken nicht dort, wo ich es geparkt habe. In Perspektive. Rum, 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 rum. Wo ist dieser Erdhaufen hergekommen? Ach so, das soll das sein, was ich dort abgeschüttet habe. Ja. Rum, 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 rum. Eieieiei. Das Fahren muss ich nochmal üben. So. Ja, okay, von der Parkposition her gibt das nichts. Hab ich doch gesagt! Hörst du nicht zu? Offensichtlich nicht. Ja. Und ich hab die falsche Taste. Aber wir müssen die aber gar nicht auf die Ladefläche, sonst müssen wir ein bisschen den Wegrand hier einfach nur transportieren. Yep. Auch schön. Musst du ja noch immer dann bei der Empfehlung gesagt, dass wir den Pritschenwagen nutzen sollen. Weil wir da einen Kran drauf haben. Und wir keinen großen Kran hier brauchen. So, so ist hoch. Muss man merken. So. Eieieiei, es ist ein Gerumpel. Really? Es fehlen so ein paar Zentimeter für den letzten Stein. Also prozentual gesehen bin ich weiter als du. Guck mal, da, 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 da ist noch eine Menge. Bist du gleichzeitig fertig geworden. So. Jawohl. Alles passt schön flach. Komm, das kann man nochmal ordentlicher machen hier. So. Ja, sieht zumindest besser aus. Und wir kriegen ja Geld dafür. Yay. Also ist natürlich alles drüber. Ah, stimmt da gar nicht. Ups, so weit wollte ich gar nicht zurücksetzen. Naja. Wollte eigentlich nur die Schaufel zurücksetzen, aber es ist ja gar kein extra Modus, deshalb setzt gleich das ganze Fahrzeug zurück. Erde verdichten, so jetzt kommen die Erdbauwalzen.
Ja, da haben wir, glaube ich, zwei, ne? Ja, wir haben zwei. Sehr gut. Da kannst du dir dann auch noch mal eine holen. Welche nimmst du? Die Bomark 1 oder die Bomark? Ah, ne. Erdbauwald. Ach ne, der, ja, okay. Gehört, ich hab's. Der eine ist ja wieder dran, dass du drin sitzt. Wieso mache ich das Licht von einem anderen Fahrzeug an? Das geht dann gleich wieder aus. Keine Ahnung. Okay, dann frage ich nicht weiter. Dum, dum, du, dum, dum, 7, dum. 8 km/h, 9. Hm. Alter Falter. Hm, Gibt dir richtig Stoff. krass, ne? Also ja, das ist halt so ein Anfangsauftrag, ne? Ja. Also wie gesagt, ich fahre in Perspektive, also falls es ein bisschen nicht ganz ordentlich aussieht, dann tut mir das zwar leid, Ich versuche es dann aber natürlich ordentlicher zu machen, meine Bahn, weil ich natürlich mit Lenkrad fahre. fährst du auch in Perspektive? Fährst du Innenperspektive oder Außenperspektive? Na, innen ist mir, nee. Außen. Hast du Bock, Kies auszuteilen und ich walze ihn gleich? Ja, kann man machen. Kauf einfach gleich. Man muss nicht zum Kieswerk fahren. Dann hol ich mal Kies. Und weil Rum, wir rich sind, lassen wir den Kies auch direkt in die Baustelle liefern. Bam. ich meine, unsere Betonkosten sind sowieso beim letzten Auftrag. Was hatte ich dir geschrieben? Ich hätte das mal ausgerechnet. Ich guck mal ganz kurz, was für Betonkosten wir hatten. Weil ich habe dann ja im Schnitt nachher auch die Zahl gezählt. Ich Mist, ich habe, glaube ich, vergessen, die reinzuschneiden, die Zahl noch. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ach Gott, was für eine Menge an Chatverlauf wir haben. Ach genau, 23 Betonladungen. A, 18.600 Kosten sind. Wir haben 427.800 nur für Beton bezahlt. Nur für Beton. Ich meine, bei einem 2,5 Millionen Auftrag oder so, ja gut, aber. Die haben wir 3 bekommen? Oh, ich weiß nicht mehr. Ist auch wurscht, die. Boah, hast du hier einen Haufen hingesetzt, ey? Alles? Hast du hier einen Oh, Haufen da ist ein hingesetzt? Haufen. Mal ein bisschen zu stark Ja, gekippt, runter, Mann. runter, runter. Ja. Ach nee, das mit dem Verdichten bringt noch gar nichts, ne? Wir hatten aber schon hoch drin, ne? Ja. Wie wenig Kies mussten wir jetzt bitte ausbringen bei hoch? Keine Ahnung. War ja nichts. Warum wächst der Baum hier eigentlich mitten auf dem Weg? Ja, einer. Weil der Weg zum Baum gegangen ist und nicht umgekehrt. Du weißt, Ah, was ich ich lasse noch meine? Kies verdichten, ne? Cool, ich muss nur die Erdbauwalzen holen. Ja gut, weil wir brauchen nur an der einen Seite vom Weg Kies, der Rest ist egal. Da braucht's kein Kies. Nee. Okay, dann fahren wir mal aus der Perspektive hier. Wenn wir das ja wirklich so genau machen müssen.
Nochmal 80.000 bekommen. Minus, boah, sagen wir mal 35.000 für Kies. Alter, das ist ja, echt durch. Gar nichts. Wir sind zum durch mit dem Auftrag. Aber der war sehr, sehr easy. Also. Bist du rot, das heißt 30 Minuten, das sind 25 Minuten Arbeit oder so. Ich meine, ja, es waren noch, war noch nur Fallout gefühlt, drei Sanduhren oder so, ne? So, wir sind fertig. Ja, ich möchte wirklich eine Dialogszene teilen. Es ist offensichtlich, dass du kein blutiger Anfänger mehr bist. Der befestigte Weg scheint solide genug, um mit schwerem Gerät sicher durch den Wald zu fahren. Auch das Forstamt wird den Weg künftig nutzen, um den Baumbestand besser pflegen zu können. Wenn die ersten Untersuchungen der Fundstücke abgeschlossen sind, wird mein Team vor Ort sein und die Ruinen noch gründlicher erforschen. Ich bin gespannt, was wir oben an der Klosterruine noch alles finden werden. Ich überlege gerade, haben wir vielleicht noch einen kleinen Auftrag? Ach, wobei, nee, lassen wir mal. Dort oben bei der Klosterruine, wir finden safe. Sehr sicher finden wir dort einen Hammer. Wollen wir nochmal vorbeigehen? Das ist seltsam. Schade. Kann ich den Berg hier hochwandern? Also ich würde sagen, wir machen unsere Wandertour und dann war es das für diese Folge, ne? Ja, kann man auch sagen. Auf jeden Fall wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich meine, wie gerade in-game hier. Eine Idylle sondergleichen. Ja. Und ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.